so langsam kommen wir in die tiefe Eifel. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Sitzbank ein bisschen anders gestellt. Und zwar habe ich jetzt vorne quasi vorne hochgelassen, aber hinten runter gemacht. Und das fühlt sich direkt ganz anders an, schon wieder das Fahren. Also so richtig wie eingeloggt in die Maschine. Kann ich nicht beschreiben, aber es ist ein deutlich besseres Gefühl. Und auch quasi diese harten Kanten, die drücken jetzt nicht mehr, weil so nach einer Stunde oder so war jetzt schon unangenehm. Und jetzt geht's wieder gerade. Mal gucken, wie es ist. Auf jeden Fall der Adventure. Was macht der da? Ah, der will nach da. Kann das sein? Link. Oh. Mach mal. Viel Spaß. Der Energy Adventure, ach ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall der neue. Spitzenreifen. Klar, der hat Geräusche, also der ist nicht leise, der klingt manchmal wie so ein LKW. Aber mich juckt das nicht, wa? Also ist mir ehrlich gesagt Wuppe. Und ja, auch wenn das vielleicht bescheiden aussieht, diese Scheibe. Also die macht schon was her. Die wird auf jeden Fall montiert bleiben hier für den Weg nach Italien runter. Kann man auch schön eigentlich fast offen fahren. Dann hat man minimalen Wind hier drin. Aber ja, kann man. Ist auf jeden Fall angenehm. So. Ich habe jetzt mal die Federung auf hart gestellt hier an der BMW. Hard. Das scheint auch nochmal mir ein bisschen mehr Confidence zu geben hier. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ich habe mittlerweile echt den Überblick verloren, wo wir hier sind. Aber wie gesagt, da sieht man wieder dieses Kurviger.de, dieses Navi, wie gut das funktioniert einfach. Also da. Das ist genauso, was ich mir wünsche halt. Ne? Du hast halt die Deutschland-Map da drin, beziehungsweise die Map, die du möchtest. Die Map, die du möchtest. Und hallo. Und hast den Track auf. So, dann. Ich sag mal, für Blöde, der navigiert dich dann, wenn du auf dem Track bist, verlässt du den Track. Sagt er, kannst du halt einstellen, okay, weißt du was? Hat dich nicht zu jucken. Dann sagt er nur, jo, hast verlassen den Track, aber er zeigt dir oben mit so einem Pfeilsymbol, weil ich sehr cool finde, das muss neu sein, wo ungefähr der Track jetzt ist, den du verlassen hast, also um da wieder hinzukommen, wenn du möchtest. Und navigiert dich nicht wieder zurück die ganze Zeit zum Punkt, wo du vorher warst. Also das ist schon deutlich besser. Wie die anderen Navi. Ist halt stupide. Ich meine, der Vorteil am TomTom ist einfach, dass er auf die Verkehrsdaten und alles zurückgreifen kann. Ne? Und du hast direkt in einem auch eine Unfallschwerpunktwarner. Das ist schon ganz nice. Aber ich denke, ich werde, also so mache ich es jetzt, ich mache meinen Track, pack den quasi in TomTom rein, dann kann ich ihn halt synchronisieren mit der TomTom-App. Gleichzeitig sehe ich dann quasi auf der Route, ist da irgendwo eine Straßensperre oder irgendwas, oder ich sage, okay, kann ich noch anders navigieren oder so. Aber ich habe den Punkt nicht gefunden, wo ich halt TomTom das sagen kann, was ich hier der App sagen kann. Es hat dich nicht zu interessieren, wenn ich quasi den Track oder die Route verlasse. Ist meine Sache, ich finde wieder meinen Weg quasi dahin. Nein, da fängt dann wieder immer an, jo, bitte wenden, bla bla bla, hier und komm. Kommt sie, kommt sah und haut zerstört mir dann den Track, ne? So wie wir eben gesehen haben. Keine Ahnung, ich habe den Track aufgemacht, gesagt, ja, okay, ich war auf dem Track, fahr ab hier weiter. Nö, will er mich wieder zurück zum Anfang oder beziehungsweise wahrscheinlich zum Ende lotsen, weil der Trackpunkt das Ziel 4-5 Kilometer im Umkreis war und dann hätte er gesagt, ja, okay, bis am Ziel. Ja, das ist dann nicht das, was ich möchte. Das verstehe ich halt nicht bei TomTom. Und das war auch das Problem mit den Rider 400. Das ist das gleiche Problem jetzt hier mit der
mit der mobilen App. Weil an sich, so das System, das ist schon ganz cool, ne? Also dass er hier auf diese Straßensperren und Staus und Blockaden zugreift und ihr dann da anhand dessen die Route macht, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal hier für die App. Das muss man so sagen. Das kann Kovica.de oder so nicht. Der hat keine Ahnung. Ist da was, ist da nichts. So Leute, wie sieht denn jetzt aus? Überholen wir den oder fahren wir hier die ganze Zeit hinterher? Wäre echt cool, wenn wir das irgendwie hinkriegen, ne? Ja, er traut sich. Ich komme auch. Wir hier ins interessante Gefliege. Ist die Frage, ob wir hier vielleicht gleich wieder in den Soft-Modus schalten, weil, boah, der Kim hier in der Tasche, das ist hier schon brutal. Hier rein? Ja, hier rein. Den Lenkimpuls geben, das funktioniert echt wunderbar. Ach, ist das schön. Das Wetter, da sieht man noch überall rechts da, noch ziemlich vernebelt. Aber hier haben wir jetzt richtiges Glück. Ich muss mir hier unbedingt mal so eine Fernbedienung holen für die GoPro. Ich denke, man hört jetzt den Reifen.
Jetzt, wenn ich das richtig sehe, will er hier so lang, ne? Hier, hier. Hier kann natürlich die BMW ihren Vorteil ausspielen, diese Gleichfüßigkeit, wovon ich gesprochen habe.